Ich saß in der Übergabe, alle setzen sich hin und danach sagt die Schwester, die neben mir saß, seit wann ist die Putzfrau mit bei der Übergabe? Hä, hier ist doch gar keine Putzfrau. Alter, ihr habt nicht gecheckt, dass sie mich damit meinte. Salam und alaikum, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich ein sehr interessantes Thema für euch. Und zwar geht es darum, dass ein Gesetz eingeführt wurde, Kopftuchverbot für Beamtinnen. Keiner hat uns irgendwie gefragt, keiner hat darüber diskutiert. Es wurde einfach Ende April beschlossen, fertig, tschüss. Und da frage ich mich natürlich, könnte dieses Gesetz mich auch betreffen als angehende Ärztin? Deshalb möchte ich euch gerne erzählen, wie es eigentlich ist, mit Kopftuch Medizin zu studieren und welche Erfahrungen ich bis jetzt gesammelt habe, was meine Erwartungen an meinem Studium waren, mit welchen Realitäten ich dann am Ende konfrontiert worden bin und wie meine Ausbildung zum Beispiel war. Fangen wir an! Von meinem Medizinstudium habe ich eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin abgeschlossen, OTA. Ich habe relativ schnell am Anfang der Ausbildung gemerkt, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind und zwar habe ich das am ganzen Leib gespürt. Ihr seid so im Abitur, alles ist fertig und dann, bums, zwei Wochen später stehst du im OP an einem offenen Thorax-Brustkorb und du denkst, was nochmal? Meine Ausbildung war überwiegend im OP, aber ich hatte auch außerhalb des OPs Einsätze und unter anderem auf einer neurologischen Station gehabt. Zwei Tage, bevor ich auf diese Station anfangen sollte, habe ich mich dort vorgestellt, aber da hatte ich noch OP-Klamotten an und meinte, hallo, ich bin hier die OTA und ich werde übermorgen hier arbeiten. Und die meinten, ja klar, warum, kein Ding. Und dann bin ich gegangen. Und dann bin ich auf die Station gegangen. Ich musste natürlich meine blauen Klamotten anziehen, wie jeder andere auch, aber hatte natürlich mein Kopftuch auf, weil man darf nicht in OP-Klamotten halt dahin gehen. Ich saß in der Übergabe, hab so 24 Grinsen in meiner Fresse und warte so voll spannend drauf, so oh Gott, voll aufgeregt, so Station, ich werde voll viel lernen. Und alle versammeln sich, jeder guckt sich so an, alle setzen sich hin und danach sagt die Schwester, die neben mir saß, seit wann ist die Putzfrau mit bei der Übergabe? Und ich denke mir so, ich guck so, hey, hier ist doch gar keine Putzfrau. Alter, ihr habt nicht gecheckt, dass sie mich damit meinte. Ich war fassungslos. Ich wusste nicht, was ich sagen soll, weil ich habe mich vor zwei Tagen hier vorgestellt und die hält mich für eine Putzfrau. Warum? Weil ich Kopftuch trage? Ich weiß nicht, welche Putzfrau sie meinen, aber ich bin die OTA-Schülerin. Ich habe mich vorgestern bei ihnen vorgestellt. Hä, aber wie? Mit Kopftuch? Ich so, ja. Nee, also mit Kopftuch kannst du hier nicht arbeiten, okay? Dann rufen Sie bitte bei mir in der Schule an und klären Sie es bitte mit meiner Lehrerin, weil ich will damit nichts zu tun haben. Da waren die ganz schön angepisst und haben bei mir in der Schule angerufen. Ja, also hier, wie mit Kopftuch, das ist hier unhygienisch, das geht nicht. Und meine super tolle Lehrerin meinte, ja, wenn das so ist, dann bleibt sie einen Monat lang zu Hause und macht Urlaub, weil sie kriegt ihren Bereich, also ihren Einsatz angerechnet. Und da fing dann mein Horrorleben an. Zu meiner Krönung habe ich die schlimmste Schwester auf der Station zur Einarbeitung bekommen. Alter, die Frau hat mich getötet! Ey, ich musste fünfmal einfach einen Patienten die ganze Zeit waschen oder fünfmal ein Bett beziehen. Und das Schlimmste war, egal was ich gemacht habe, es hat ihr einfach nicht gepasst. Und irgendwie dachte ich mir, okay, hat diese Frau ein Problem mit mir oder hat sie ein Problem mit meinem Kopftuch? Ihr müsst wissen, manchmal wusste ich nicht, ob die Leute ein Problem haben mit meiner Arbeitsweise oder ob sie ein grundsätzliches Problem haben, weil ich ein Kopftuch trage. Und irgendwie wusste ich das bei ihr auch nicht. Bis zu dem Tag, wo sie dann zu mir meinte, Gülcan, ich bin mega stolz auf dich. Du hast es wirklich ausgehalten. Du bist eine exzellente Schwester. Ich so, okay, krass. Die hatte nichts gegen mein Kopftuch. Die hat einfach grundsätzlich alle jungen Schwestern fertig gemacht. Aber es gab eine andere Person, die mich auf dem Kicker hatte. Und zwar ein Pfleger, der der Meinung war, er müsste mich ständig zu den männlichen Patienten schicken, damit ich sie wasche. Ich denke mir so, Alter, ich bin professionell, Junge. Ich wasche jeden. Ich wasche Frauen, Männer, Kinder, Oma, Opa. Bring mir deine ganze Familie. Ich wasche sie alle. Ich habe damit gar kein Problem. Ich bin professionell. Ich kenne meinen Job. Ich weiß, was ich zu tun habe. Aber er hat das mit Absicht gemacht, weil er wollte nämlich wissen, wie professionell ich bin und ob ich überhaupt ein Problem damit hätte, Männer zu waschen. Wo ich mir denke so, warum? Warum soll er ein Problem damit haben? Das ist mein Job. Ich mache es einfach. Fertig. Dieser Patient hat Probleme. Dieser Patient will einfach sich gut und sauber fühlen. Warum soll ich ihn diskriminieren? Warum? Und Leute, ständig immer damit zu rechnen, ob jetzt jemand gegen euch was Persönliches hat oder gegen eure Arbeitsweise oder gegen euer Aussehen, das macht ja was mit euch. Und es hat mich wirklich krank gemacht, weil ich nicht wusste, woran soll ich arbeiten? Man kann einfach nicht an sich arbeiten, wenn niemand dir ganz klar sagt, was du richtig machen sollst oder was du falsch
falsch gemacht hast. Im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr dankbar für meine Ausbildung und ich bin auch sehr, sehr dankbar für meine ganzen Kollegen. Die haben es mir nicht immer einfach gemacht, aber ich habe irgendwann verstanden, sie wollten aber nur eine sehr, sehr gute OTA aus mir machen und sie haben auch die Möglichkeit bekommen, eine muslimische Frau kennenzulernen und sie haben auch eingesehen, dass ich cool bin und dass ich einfach nicht das bin, was in ihrem Kopf so schwirrte, sondern einfach die verrückte Gülcan, die sie kennen. Allerdings muss ich noch eine Sache erwähnen. Ab und zu hatte ich das Gefühl, dass meine Kollegen mir die weirdesten Fragen überhaupt gestellt haben, wie dein Vater weiß schon, dass du hier im OP arbeitest, ne, mit uns Männern. Oder irgendwie so ganz komische Sachen gefragt haben, wie, was sagt denn Allah dazu, dass du jetzt hier nackte Menschen anfasst? Und ich denke mir so, what the fuck, das ist mein Job, Mann. Endlich war es soweit und ich hatte endlich eine Zusage fürs Medizinstudium bekommen. Und natürlich hatte ich auch an meinem Studium sehr hohe Erwartungen. Zum Beispiel habe ich gedacht, ja Mann, endlich bewege ich mich auf elitären Kreisen und begegne Menschen, die weniger rassistisch sind. Ich weiß nicht, welchen Film ich mir da geschoben habe, aber das ist nicht the reality. Das entspricht nicht der Realität. Ich hatte voll die krassen Erwartungen und so ein Kopfkino. Ich gehe auf Station, ich schreibe meine Doktorarbeit, vielleicht werde ich sogar Professorin und irgendwie ziehe ich meinen weißen Kittel an und laufe dann durch den Flur und sage dann, hey, was geht? Oder ich gehe zu Patienten, mache Ghetto-Faust, untersuche sie, die feiern mich, ich feiere sie, alles ist richtig cool und wir haben alle Spaß und vielleicht auch Trauer, ist egal. Ich kriege einfach meinen Respekt und die Leute freuen sich, wenn sie mich morgens oder abends oder nachts sehen. Das war mein Traum. Tatsächlich war es nicht so, tatsächlich war es sogar noch schlimmer. Und das ist das Traurige an der ganzen Sache. Ich sollte mal auf eine Station gehen und einen 80-jährigen Patienten untersuchen. Der war richtig auf dieser. Also, was mache ich? Ich gehe schon mal in sein Zimmer. Hey, guten Tag, ich bin Gülcan Çetin, Medizinstudentin. Ich soll Sie heute untersuchen. Ist es für Sie in Ordnung? Der Patient so, ja, klar, kein Problem. Und dann habe ich erstmal angefangen. Eine Kopfuntersuchung, Arme, Beine, Füße, Muskel, alles Mögliche. Und aus dem Nichts, guckt er mich an. Ja, aber Sie gehen zurück, ne? Wie zurück? Meinen Sie zurück ins Arztzimmer oder wie? Und dann guckt er mich wieder so ganz groß mit seinen traurigen Augen. Also, Sie bleiben hier, also in Deutschland, ja? Ja, ich bin ja auch Deutsche, natürlich bleibe ich hier. Wo soll ich denn sonst hingehen? Dann war er so total entsetzt und irgendwie wusste er jetzt nicht, ob er sich freuen soll oder ob er sich ärgern soll, aber man hat irgendwas in seinem Gesicht gesehen. Etwas hat ihm nicht gepasst. Und dann meinte er nur, aha, okay, gut, Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin nicht hierher gekommen, ich bin hier geboren, ich bin Deutsche. Nee, Deutsch sind Sie nicht. Natürlich bin ich Deutsch, ich bin in Hamburg geboren. Ja, aber Sie tragen Kopftuch. Ja, aber das ist ja was anderes, das ist meine Religion, ich bin trotzdem Deutsch. Dann habe ich ihm alles Gute gewünscht und bin dann halt gegangen. Ich habe es nicht verstanden, der Mann hatte eine beginnende Demenz, aber hat mich einfach, wie nennt man das, diskriminiert? Also ich hatte echt so einen Kloß im Hals und irgendwie wusste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und dann habe ich ihm gesagt, ja, er hat mich gefragt, wann ich zurück in mein Land gehe. Und dann hat er mich angeguckt und hat es einfach unkommentiert und meinte, ach, und dann ist er einfach gegangen. Und dann dachte ich, okay, Gülcan übertreibt nicht, so, er hat es ja nicht so gemeint. Scheinbar hatte der zuständige Arzt auch kein Bedürfnis, mit mir darüber zu sprechen, also sollte ich es nicht so ernst nehmen. Aber ich sag's euch, das hat mich so lange beschäftigt. Ich habe mich irgendwie allein gelassen gefühlt. Ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass er gesagt hätte, hey, du machst deinen Job voll gut und ja, manchmal gibt es solche Patienten, das ist ja nichts Schlimmes, aber er hat einfach das so runtergebrochen, indem er gesagt hat, ach, ist egal, vergessen Sie es einfach. Ja, ich kann aber nicht immer alles vergessen. Das, was ich euch erzählt habe, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich an Diskriminierung erfahren habe. Ich habe noch mehr erfahren, also ich habe ja auch noch den Sexismus erfahren, darüber haben wir ja noch gar nicht explizit gesprochen. Und stellt euch mal vor, da kommt dann auch noch so ein Gesetz um die Ecke, das dann auch noch Frauen verbietet, muslimischen Frauen verbietet, Kopftuch zu tragen. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das für uns ist? Weil wir haben es doch schon nicht einfach. Wir müssen uns doch schon ständig beweisen. Wir müssen immer das hundertfache, tausendfache geben. Aber so ein Gesetz macht mich einfach fertig. Auch wenn es mich jetzt nicht direkt betrifft. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann ein Kopftuchverbot im Gesundheitswesen. Und dann? Was mache ich dann? Und keiner hat mit uns darüber gesprochen. Dieses Gesetz wurde einfach so verabschiedet, ohne irgendeine Diskussion. Ich sollte doch anhand meiner Leistungen, anhand meiner Fertigkeiten, anhand meiner Fachkompetenz, anhand meiner Arbeitsweise eingestellt werden und nicht aufgrund meines Kopftuchs, ob ich es trage oder nicht trage. Irgendjemand verabschiedet irgendein Gesetz, aber der weiß gar nicht, wie sich eine Frau fühlt, die davon betroffen ist. Wir fühlen uns schwach, alleingelassen, unter Druck gesetzt und haben einfach Angst. Wir haben Angst um unsere Existenz, wir haben Angst, dass wir im Leben nicht weiterkommen, wir haben Angst, dass wir einfach untergehen, wir haben Angst, dass wir depressiv werden und dass wir einfach nicht als Mensch in dieser Gesellschaft anerkannt werden. Und das tut weh, wenn man in einem Land geboren und aufgewachsen ist und
dieses Land einfach zu uns gehört und wir zu diesem Land gehören, dann tut es weh, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, du nicht. Du kommst hier nicht rein, Bruder. Das tut weh. Ich will einfach nicht auf mein Kopftuch reduziert werden. Ich möchte einfach für das wertgeschätzt werden, was ich tue. Wir sind keine Kopftücher. Wir sind an erster Stelle Menschen. Wir haben Gefühle. Ja, wir haben Gefühle. Hier und Bauch, überall. Leute, vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Da oben könnt ihr es in meinem letzten Video, wie trage ich Kopftuch im OP, und unten geht's zur Funkwelt vom Browser Ballet, Kopftuchverbot im Nazi-Shop. Haut es euch rein. Zieht es euch rein.